Und da haben wir uns einen Spezialfall in der Vorbereitung angeschaut, nämlich zwei Achsen sind parallel und eine steht senkrecht darauf. Also ich habe A und B als parallele Achsen und C steht senkrecht darauf. Das war der Spezialfall. Diese Abbildung nennt man Schubspiegelung oder Gleitspiegelung. Okay, jetzt schauen wir uns die mal an. Vielleicht gucken wir uns die erstmal genauer an. Ist diese Abbildung längentreu? Die Schubspiegelung. Wird schon genickt. Warum ist sie längentreu? Weil? Schwer zu begründen. Hat jemand eine Begründung? Ja? Das ist ja eigentlich eine Verkettung sozusagen von der Drei-Achsenspiegelung bei der Achsenspiegelung. Jede Achsenspiegelung ist längentreu. Das heißt, wenn ich eine Achsenspiegelung habe, ist längentreu. Wenn ich dann wieder eine Achsenspiegele, bleibt es längentreu. Egal, wie ich Achsenspiegelung verkette, immer längentreu. Das gleiche gilt für winkeltreu, für geradentreu, parallelentreu. Ist die Gleitspiegelung orientierungstreu? Bleibt die Orientierung im Dreieck erhalten, dass ich spiegele beispielsweise? So, so rum ist die Orientierung. Wie sieht es aus? Ist die Gleitspiegelung orientierungstreu? Nee, warum nicht? Die Achsenspiegelung ist nicht orientierungstreu. Okay, aber ich verkette doch jetzt drei Achsenspiegelungen miteinander. Bei der Drehung, die Drehung oder die Verschiebung zum Beispiel, ist sie orientierungstreu. Da verkette ich aber auch Achsenspiegelungen miteinander, zwei Stück. Aber die dritte wird dazu dann. Genau, ne? Ist ja immer so, eine gerade Anzahl von Achsenspiegelungen erhält die Orientierung, eine ungerade nicht. Wenn ich eine Achse spiegele, Orientierung umgedreht, nächste Achse gespiegelt, Orientierung wiederhergestellt, dritte Achse gespiegelt, wieder andere Orientierung. Ja, vielleicht zeichne ich das Dreieck mal ein, dann sieht man es nochmal deutlicher. Ne? A', B', C'. Da haben wir die andere Orientierung nach der ersten Achsenspiegelung. Dann die zweite Achsenspiegelung ist ja dann letzten Endes ist A und B zusammen eine Verschiebung. Ne? Also da bleibt die Orientierung erhalten zur ersten und dann wird sie nochmal rumgedreht. Na gut. So, also insgesamt ist die Schubspiegelung nicht orientierungstreu. Okay. Gibt es Fixpunkte bei der Schubspiegelung? Was ist ein Fixpunkt? Ein Punkt, der bei einer Abbildung auf sich selbst abgebildet wird, genau. Gibt es hier irgendeinen Punkt, der bei der Schubspiegelung auf sich selbst abgebildet wird? Warum nicht? Ja gut, aber also kein Punkt liegt auf allen drei Achsen gleichzeitig. Trotzdem könnte es doch sein, dass irgendein Punkt durch die Spiegelung an A, an B, an C am Ende wieder auf sich selbst landet. Zwischendrin muss ja nicht so sein, ne? Aber insgesamt die Schubspiegelung, dass er dadurch wieder auf sich selbst landet, warum nicht? Hat jemand ein Argument? Mhm. Durch die Spiegelung an A und B wird hier erstmal nach rechts verschoben. Ne? Alles, die ganze Ebene wird nach rechts verschoben. Und dann spiegle ich noch an C und da passiert nichts anderes, als dass hoch und runter geklappt wird, ne? Umgeklappt. Das heißt, alle Punkte sind aber zunächst mal weiter rechts als vorher. Die kommen nie wieder nach links. Ne? Durch A und B verschoben, also irgendein Punkt, nehmen wir mal den hier, der liegt, nachdem er durch an A und B gespiegelt wurde, hier. Der kommt nie wieder nach da hinten.
Er wird noch an C gespiegelt, also darüber, okay. Aber er kommt nie wieder auf seinen ursprünglichen Platz. Ja, genau, okay, wir könnten natürlich das Ganze rückgängig machen. Ne? Wir könnten an B, an A spiegeln und an C. Und dann würde, das wäre die Umkehrabbildung zur Schubspiegelung. Ja, genau. Hm? Die inverse Abbildung, wie auch immer man sagen will. Hm? Ja. Aber die Schubspiegelung an sich hat keinen Fixpunkt. Ne? Die werden alle erstmal nach rechts verschoben, dann nochmal hoch und runter geklappt. Okay, aber letzten Endes gibt es keinen Fixpunkt. Gibt es Fixpunktgeraden? Was ist eine Fixpunktgerade? Eine Gerade, die aus Fixpunkten besteht. Gibt es eine Fixpunktgerade? Nein, warum nicht? Weil es keinen Fixpunkt gibt, kann es keine Fixpunktgerade geben. Genau. Gibt es Fixgeraden? Bei der Schubspiegelung. Alle Geraden, die senkrecht auf die Verschiebung stehen. Also zum Beispiel C. C ist eine Fixgerade. Und du meinst die hier auch? Nennen Sie mal D. D nicht. D wird erst an A gespiegelt, dann an B. Solange bleibt sie noch auf sich selbst. Hm? Die wird ja durch A und B nur verschoben. Bei der Verschiebung wäre D eine Fixgerade. Am Ende wird sie aber nochmal an C gespiegelt und landet dann hier unten als D'. Wir haben nur eine einzige Fixgerade bei der Schubspiegelung, nämlich C selbst. Genau, weil C wird, wenn ich es an A spiegel, auf sich selbst abgebildet, weil sie senkrecht auf A steht. Dann bei B auch nochmal auf sich selbst abgebildet. Und dann nochmal an sich selbst gespiegelt. Bleibt also eine Fixgerade. Okay. Also Schubspiegelung ist längentreu, winkeltreu, geradentreu, parallelentreu, nicht orientierungstreu und es gibt nur eine einzige Fixgerade. Das ist eine besondere Spiegelung sozusagen mit drei Achsen. Und es ist nichts, was irgendwie auf Verschiebung oder Drehung oder sonst irgendwas zurückgeführt werden konnte. Das ist eine ganz neue Kongruenzabbildung. Wir kennen es also Achsenspiegelung, Drehung, Verschiebung. Punktspiegelung ist eine Drehung, lass mal weg. Also Achsenspiegelung, Drehung, Verschiebung und Schubspiegelung. Und wir wissen, parallele Achsen im Büschel lassen sich entsprechend reduzieren auf Achsenspiegelung, Drehung oder Verschiebung. Was ist denn jetzt, wenn ich eine ganz allgemeine Situation habe, A, B, C. Wenn ich so drei Achsen habe, die irgendwie im Raum liegen, da kann ich erstmal gar nichts sagen. Unser Ziel ist jetzt zu zeigen, dass das immer eine Schubspiegelung ist. Dadurch, dass ich wieder geschickt modifiziere, ich darf ja bestimmte Dinge tun. Ich darf zwei Achsen, die sich schneiden, im selben Winkel um den Schnittpunkt drehen, da ändert sich nichts. Ich darf zwei parallele Achsen verschieben entlang der Verschieberichtung mit konstantem Abstand, ändert sich auch nichts. Wie kann ich die Situation hier verändern, um mehr in die Richtung Schubspiegelung zu kommen? Ach so, schlechtes Bild, die sind nicht senkrecht. Nee, warte mal. Ach, blödes Bild. Das geht so natürlich nicht. So. Jetzt muss ich es hinkriegen, die nicht senkrecht zu zeichnen, gell? So, ich glaube, so ist ganz gut. A, B, C. Irgendwie liegen diese Achsen.
Was kann ich wohl machen? Habt ihr Ideen? Du zuckst. Muss das Ding gleich bleiben von A und B? Oder kann A jetzt einfach gedreht werden, sodass A senkrecht zu B ist? Gute Frage. Muss der Winkel zwischen A und B gleich bleiben oder kann ich einfach A drehen, sodass irgendwas passiert, A zu C senkrecht zum Beispiel? Ich darf nicht eine einzelne Achse irgendwie drehen oder so. Ich darf nur zwei Achsen, die sich schneiden in einem Winkel, um den Schnittpunkt drehen mit konstantem Winkel. Das darf ich machen. Da haben wir bei GeoGebra gesehen, da passiert nichts an der Gesamtabbildung. Oder ich darf zwei Parallele zusammen verschieben mit konstantem Abstand. Ich darf nicht einfach eine einzelne Achse verändern. Und die Reihenfolge muss auch gleich bleiben. Also es muss immer die Reihenfolge A verkettet mit B verkettet mit C sein. Ich darf nicht einfach erst A und dann C und dann B oder so machen. Ja? Reihenfolge bleibt gleich und ich darf nicht einzelne Achsen irgendwie verändern. Nur zwei sich schneiden oder zwei parallele Achsen darf ich bestimmt auf bestimmte Art und Weise bewegen oder verschieben. Ja, was können wir machen? B und C können wir. Warum dürfen wir B und C drehen? Weil die sich schneiden und nacheinander ausgeführt werden. Ganz wichtig. Dann können wir B und C drehen. Ja, um den Schnittpunkt nennen wir nochmal S. Okay. Und wie wollen wir die jetzt drehen, B und C? Wohin? Dass B parallel zu A steht. Okay, machen wir mal. Also A liegt so, ne? Und da ist ungefähr der Schnittpunkt S, der muss auch gleich bleiben. Und der Winkel Alpha muss gleich bleiben. B soll parallel zu A sein, meintest du, ne? Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Kontrolliert mich bitte nochmal. Also B wird so rumgedreht und dann ist C irgendwo da rechts. Da musst du stimmen ungefähr. Nicht ganz so einfach. Ja, was machen wir jetzt? Ist noch keine Schubspiegelung. C steht noch nicht senkrecht auf A und B. Wir könnten jetzt natürlich A und, nee, was können wir jetzt eigentlich machen? Wir könnten A und B verschieben jetzt, ne? Die sind parallel. Hilft aber nichts. A und B zu verschieben macht C nicht senkrecht auf A und B. Ich verrate euch was. Es war vielleicht nicht geschickt, A und B gleich parallel zu machen. Mist. Na gut, man kann mal probieren, ne? Aber sieht man, kommt man irgendwie nicht weiter. War ein Versuch. Sehr gut. Mist, alle wieder wegstreichen, alles korrigieren. Nee, lasst stehen, weil das sind doch immer, das sind doch echt die guten, das sind doch die guten Lernmomente, dass man sieht, okay, man muss einfach mal ein bisschen rumprobieren und dann sieht man, funktioniert nicht. Man macht sich klar, warum es nicht funktioniert und wählt eine andere Strategie. Also, an B und C zu drehen, sodass B parallel zu A ist, hat nicht geholfen.
Was könnten wir machen? Da freut sich gerade jemand, dass es eine Live-Vorlesung ist. Ja, genau, Daniel, Live-Vorlesung. Okay. Was können wir machen? Ihr dürft sogar online mit überlegen, ne? In Chat reinschreiben, was richtig ist. Also, wir haben an B und wir haben B und C gedreht, sodass B parallel ist zu A, hat nicht funktioniert. Was können wir noch machen? Ich habe eine Frage, wenn wir B oder A und B drehen, dann ist das gleiche, was wir eben hatten. Wir könnten A und B drehen, also es ist eine andere Alternative. Ne? Wir können auch sehen, A und B kommen direkt hintereinander, schneiden sich, sind also eine Drehung. Wir können also um diesen Punkt drehen. Warum möchtest du A und C parallel machen? Weil A und C sollen doch am Ende senkrecht aufeinander stehen. Aber wir können natürlich A und B drehen, klar. Das könnten wir machen. Probieren wir es mal. Wir könnten A und B so drehen, dass A senkrecht auf C steht. Also C. Und jetzt drehen wir A und B um den Punkt, keine Ahnung, P, ne? Winkel Beta. Wir drehen A und B so, dass, was hast du gemeint? B senkrecht auf, ne, was? A senkrecht auf C steht, also ist das dann A. Naja. A. Und das hier ist B. Was können wir jetzt machen? Idee? Darauf habe ich gewartet, danke. Man könnte A und C drehen, sagst du. Du willst um diesen Punkt jetzt drehen, sodass A parallel zu B wird. Damit würde auch B parallel zu senkrecht auf C stehen. Schade nur, dass du A und C nicht zusammen drehen kannst, weil die nicht direkt hintereinander ausgeführt werden. Ne? Nur wenn sie hintereinander stehen, darf man sie gemeinsam verändern. Wenn wir es vorher so gemacht hätten, dann ist an B senkrecht. Genau. Hier war jetzt das Problem, wir haben A und B so gedreht, dass A senkrecht auf C steht. Wir drehen jetzt aber A und B so, dass B senkrecht auf C steht. Ups. Also nochmal, wir drehen jetzt A und B so, dass B senkrecht auf C steht. Das heißt, C ist noch so wie vorher. B-Strich. So, jetzt haben wir A und B so gemeinsam gedreht auf A-B-Strich, dass B-Strich senkrecht auf C steht. Und was machen wir jetzt?
Was dürfen wir drehen? Wir dürfen keine einzelne Gerade drehen. A dürfen wir nicht drehen. B und C zusammen. B' und C drehen wir jetzt zusammen, so dass B' senkrecht, Entschuldigung, B', was ist? Oder wir dürfen, also wir dürfen B' und C' zusammen drehen, ne? Jetzt haben wir hier A verkettet mit B, verkettet mit C ist gleich A verkettet mit B Strich, verkettet mit C Strich, so, mit C, A Strich, verkettet mit B Strich, verkettet mit C. So, jetzt willst du hier drehen, solange bis was passiert? Ja? A Strich parallel zu B Strich ist, genau. Oder C senkrecht auf A Strich steht, was das Gleiche ist, ne? Genau. Also jetzt drehen wir hier so, dass B' parallel zu A' ist. Hier ist A'. So, ne? Wir müssen jetzt C und B' so drehen, dass C senkrecht auf A' ist und B' parallel zu A'. So, Schubspiegelung hergestellt. Man muss aufpassen, welche Reihenfolge man wählt. Ne? Man wählt eine Reihenfolge, macht was und denkt so, nee, führt nicht weiter, dann lieber nochmal gucken, kann ich irgendwie anders drehen. Hauptsache, die Reihenfolge A, B, C ändert sich nicht. Und ich darf nur zwei Geraden zusammennehmen und verändern, drehen oder verschieben, je nachdem, ob parallel oder sich schneiden, die direkt hintereinander stehen. Und ich darf keine einzelnen Achsen irgendwie verschieben. Dann verändere ich die Gesamtabbildung. Da passiert irgendwas. Ja. Ich bin gerade raus. Mhm. Wie sind wir jetzt nochmal auf A' und B' gekommen? Wie sind wir auf A' und B' gekommen? Also vielleicht nochmal. Wir haben am Anfang haben wir A und B so gedreht, dass B' senkrecht auf C steht. Jetzt haben wir schon mal erreicht, dass B senkrecht auf C steht. So, diese Stelle haben wir schon. Jetzt müssen wir uns noch hier rum kümmern. Gut. Jetzt kommen ja aber B' und C' direkt hintereinander. Das heißt, die sind eine Drehung, in dem Fall um 180 Grad, weil sie 90 Grad Winkel schneiden. Spielt aber keine Rolle. Ich kann jetzt B' und C' hier drum drehen. So lange, ich drehe es so rum, bis B' parallel zu A' ist. A' lasse ich so, wie es ist. A' bleibt so, wie es ist. Und ich drehe das hier so lange, bis B' parallel zu A' ist. Und dann steht ja C senkrecht auf beiden. Ne? A und B sind parallel. Ich drehe das Ding mit einem 90-Grad-Winkel einfach so nach rechts, bis B' parallel zu A' ist. Ja. Der ist weg, ja klar. Nee, das ist nicht fest. Es ist... Du kannst sozusagen zwei Perspektiven auf dieselbe Situation nehmen, bei drei Geraden, die sich so schneiden. Entweder du betrachtest A und B gemeinsam, die werden hintereinander ausgeführt. Du kannst sagen, ah, das ist eine Drehung und dann betrachte ich diesen Winkel Beta und wenn ich die jetzt hier drehe, dann muss der festbleiben. Oder ich sage, hey, B und C kommen hintereinander. Dann muss der Winkel festbleiben. Insgesamt ist aber egal, ob ich hier drehe oder da drehe, die Gesamtabbildung die gleiche, weil, das ja, weil diese Drehungen ja immer noch kombiniert werden mit einer dritten Achsenspiegelung, die das dann wieder insgesamt gleich macht. Mhm. Ja? Mhm. Ja. Das kannst du, also warum verändert sich das nicht, wenn ich jetzt hier drehe oder da drehe? Ne? Wir haben ja gesehen letzte Woche bei GeoGebra, wenn ich zwei Geraden habe, die sich an einem Schnittpunkt schneiden, dann kann ich die beiden Geraden drehen mit konstantem Winkel um diesen Schnittpunkt und die Gesamtdrehung bleibt aber gleich. Also wenn ich zwei Geraden habe, die sich an einem Schnittpunkt gemeinsam schneiden, und ich an diesen beiden nacheinander spiegle, ist das eine Drehung. Ich kann die also mir denken als eine Drehung, egal wie die Achsen liegen. Ich sehe also an A, an B, an C zu spiegeln,
ist entweder eine Drehung hierum und dann eine Spiegelung an C. Ich kann also die Drehung hier, die Achsen verändern, wie ich will. Oder ich kann sagen, das ist eine Achsenspiegelung an A und dann eine Drehung hier. Oder kann ich die Drehung verändern? Ändert sich nichts. Ihr könnt das ja mal in GeoGebra nachbilden und schauen, was passiert, wenn ich da verändere oder da verändere. Die Gesamtabbildung wird sich nicht ändern. Ja. Ja. Genau, ach, super Frage. Genau, also wir wollen ja die Abbildung betrachten, die durch diese drei Achsenspiegelung hergestellt wird. Die Frage ist, wenn ich jetzt, ich muss die Frage erstmal wiederholen, was passiert, wenn ich jetzt eine Figur abbilde, was bleibt da gleich, was verändert sich, was am Ende konstant oder invariant? Wenn ich will ja an diesen drei Achsen nacheinander spiegeln. Wir wissen, wir spiegeln immer die gesamte Ebene, nicht nur einzelne Figuren. Man kann sich aber eine Figur auf einer Ebene vorstellen und gucken, was passiert. Wenn ich jetzt eine Figur erst an A, an B, an C spiegele, dann heißt es, ich drehe die Figur erstmal um den Punkt P und dann spiegele ich es nochmal an C. Hier drehe ich sie auch um den Punkt P. Das heißt, bei der Drehung wird die erste Figur, die zweite ist irgendwo anders, die dritte Figur wird an derselben Stelle liegen. Und dann spiegele ich nochmal an C. Spiegel nochmal an C, wird die auch am Ende an derselben Stelle liegen. Die Zwischenfigur ist irgendwo anders. So, jetzt habe ich hier wieder eine Spiegelung, ne, von einer Figur zu einer Endfigur sozusagen am Ende. Wenn ich jetzt, hier spiegele ich erst an A' und dann drehe ich an B und C. Wenn ich jetzt B und C verändere, ist die Spiegelung an A' immer noch die gleiche. Die Figur landet an derselben Stelle. Bei B' irgendwo anders, aber wenn ich dann nochmal einen C' spiegele, dann wieder am Ende an derselben Stelle wie bei dieser Drehung. Weil die Drehung hier und die Drehung da ist ja die gleiche. Das heißt, am Endeffekt wird die erste Figur und die letzte Figur immer am selben Platz bleiben. Nur die Zwischenfiguren ändern sich. Das heißt, darauf kam es uns ja an, ich möchte wissen, was ist das hier für eine Abbildung? Das ist das Gleiche, als wenn ich an diesen drei Achsen hier spiegele. Insgesamt kommt das Gleiche raus, nicht die Zwischenschritte. Das heißt, das hier ist in Wahrheit eine Schubspiegelung. Obwohl die drei Achsen nicht senkrecht aufeinander stehen und so weiter. Kann ich diese ersetzen durch eine Schubspiegelung und die erste und die letzte Figur sind identisch wie hier